Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Okay, wir haben jetzt zwei Nadeln in das Fließchen hier gesteckt. We put two needles in the hinge to keep it in place so it won't slide into the rudder or into the fuselage, damit es weder in den Rumpf noch in die noch in das Ruder hineinrutscht, damit es schön in der Mitte bleibt, und es hilft natürlich den Abstand zu halten. And it also helps us to keep the space between the rudder and the fuselage. We have drilled some holes before, so the CA glue can spread easier into the rudder. We also made the holes in the fuselage. Wir haben hier Löcher in den Rumpf und in das Ruder noch hineingebohrt, damit der dünnflüssige Kleber sich besser verteilen kann. Um die Seitenruderanlenkung zu stabilisieren, haben wir zwei Holzteile eingeklebt. To stabilize the rudder linkage, we applied two wood parts and glued them in. Wir bohren kleine Löcher in die Klebefläche, um die Angriffsfläche für den Klebstoff zu vergrößern und das Eindringen des Klebstoffs in das Innere des Rumpfs zu ermöglichen und so eine tragende Klebstoffverbindung auch hinter die eigentliche Klebefläche zu ermöglichen. We drill small holes to allow the glue to get a better grip, to go through the holes and make a bond through the material itself and give it even a stronger hold. Wir kleben den Rumpf ab, um ihn vor heraustretendem Klebstoff zu schützen. We cover the fuselage to protect it from
the exit. Als Klebstoff verwenden wir 90 Minuten Epoxy, das heißt Epoxy-Klebstoff mit 90 Minuten offener Zeit. Diesen mischen wir mit Baumwollflocken, um eine höhere Festigkeit oder Haltekraft zu erreichen und ihn zu dixotropieren, das heißt weniger flüssig zu machen, damit er in der Klebestelle nicht abläuft. We use 90 Minute Epoxy Glue and mix it with cotton flux, because cotton flux give it a better bond and makes it more thixotropic, which means it's not running off.